Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute mal vor, eigentlich die bekannte Strecke über die Hindenberger Heide, dann weiter nach Hagen, von Hagen dann zurück Richtung Gevelsberg über den Ennepebogen, dann die Ennepe entlang Richtung Ennepetal, über den Klutertberg zur Kluterthöhle, dann Richtung Ennepetalsperre zum Hühnerloch, vom Hühnerloch über den Behlinger Weg nach Oberbauer und von Oberbauer dann zurück in die Hindenberger Straße, wo mein Ausgangspunkt war. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal mitkommt. Das ist hier die Hindenberger Heide. Aber die könnte mal ein bisschen Wasser gebrauchen. Und weiter geht es auf dem Wirtschaftsweg Richtung Aske. Lässt sich aber schön fahren. Ich bin hier auf dem Wanderparkplatz an der Aske, die Verbindungsstraße von Gevelsberg-Vogelsang nach Ennepetalförde. Und hier wachsen auch die Wupper-Orchideen. Andere sagen Springkraut. Mal gucken, ob die schon... Deswegen heißen die Springkraut. Die Samen springen. Das ist der Blick nach Hagen. Ich bin hier auf der Brücke.
Das ist der alte Bahnhof von Hagen-Haspe. Und so, wie ich gehört habe, soll der wieder aktiviert werden. Das heißt als Haltestelle. Das ist auch ein schönes Insektenhotel, mitten in Hagen-Haspe. Da ist wieder der zugemauerte Tunnel, den ich in meinem letzten Video hatte. Da ist schon wieder McDonald's. Aber da fahren wir wieder dran vorbei. Ich bin hier in Hagen-Haspe und das ist ein toller Radweg. Auf beiden Seiten der Straße.
Das ist die Bahnstrecke von Hagen nach Ennepetal-Altenförde über Gevelsberg. Und die ist immer noch in Betrieb. Schade, das wäre so eine tolle Bahntrasse für Fahrräder. Da auf dem Ast sitzt sogar ein Star und beobachtet mich ganz genau. Und da ist ein Eichhörnchen. Und das mitten in Gevelsberg. Ist das nicht schön? Nach dem Hochwasser bzw. Starkregen von 2020 wurde diese Ecke hier neu angelegt und befestigt. Man sieht das an den dicken Steinen in der Kurve und hier. Ich bin hier in Gevelsberg am Nirgena.
bin hier auf dem Klutertweg von der Kehr nach Altenförde. Hier an der Klutert-Höhle. Noch eben bei Rewe Gehacktes für meine Katzen gekauft. Die sollen auch was davon haben. Auch Ennepetal-Förde hat eine eigene Glocke. Das war die Probefahrt mit den neuen Bremsen von Shimano, weil ich hatte vorher Magura MT4 und die fand ich nicht so berauschend. Und dann habe ich umgebaut auf Shimano 4-Kolben-Bremse. Mit den Galfa-Scheiben sind die einfach nur sehr gut.